dort gewinnen. Oder unterliegt er dann, Michael Riesch ist natürlich auch, wenn er am Rücken liegt, sehr gefährlich, weil er dort Armhebel, Fußhebeln und so viel Kimura switchen kann. Jetzt ist die Frage, kann er Veselin Dimitrov so lange Druck machen, dass der aufgibt, oder wird der Ringer mit Ground and Pound gewinnen? Wir werden sehen. Hier haben wir dann noch einmal für Sie zu Hause hinter den Bildschirmen die Daten unserer beiden nächsten Kontrahenten. Dimitrov, 35 Jahre alt, 1,78 Meter groß. Haben beide ihr Gewicht gebracht mit 83,9 Kilogramm für diese Gewichtsklasse. Auf den Punkt genau. Auf den Punkt genau. Man sieht es auch schon in der Statistik von Dimitrov. 14 Siege, 27 Niederlagen. Das hat aber bei seiner Aktivität, finde ich, nicht viel auszusagen. Ihm gegenüber Michael Riesch, 38 Jahre alt, 3 cm kleiner mit 1,73 Meter. Das Gewicht auch auf den Punkt gebracht. Wenn es um die Erfahrungswerte geht, ja klar, der Mann mit Nachteilen, aber auch bei ihm, was er in den letzten Jahren an Rang und Namen gekämpft hat, wie Islam Dulatov, war Austrian Fight Challenge Champion. Ist aber auch, was ich gehört habe, als Co-Host bei Unschlagbar Ehrlich, beim Kampfsport-Podcast unterwegs. Also er ist in der Szene sehr, sehr aktiv, nicht nur als Kämpfer, auch was ich weiß, Trainingspartner von Christian Jungwirth mit Dominik Schober gemeinsam. Hat er letztes Wochenende eine Wahnsinnsschlacht abgeliefert, Christian Jungwirth. 5 Runden gegen Christian Eckerlin und den King of Germany. Jetzt warten wir noch kurz, bis Veselin Dimitrov auf der Bühne ist und zum Cage kommt. Und dann warten wir auf unseren Lokalmatador vom Hero Gym, Michael Riesch. Ja, beide Männer hier, ich brauche nicht übers Alter reden, trotzdem muss ich sagen, es sind beide nicht mehr die Jüngsten, das sind keine 20-jährigen Newcomer. Dimitrov mit 35 und Riesch mit 38. Und da ist es natürlich so, dass jede Vorbereitung dem Körper mehr zusetzt. Man muss dann das Training etwas umgestalten, man kann nicht mehr 6-mal die Woche, 2-mal am Tag trainieren vielleicht, sondern man muss vielleicht einen Tag mal Pause einlegen unter der Woche. Man muss vielleicht ein bisschen intelligenter trainieren, dass man weniger Schaden nimmt in der Vorbereitung. Aber die beiden sind auf jeden Fall erfahren, die wissen ja, was sie tun. Und Dimitrov in diesem Alter, der so viel kämpft, der weiß ganz genau, wie sein Körper auf diese ganzen Kämpfe und Vorbereitungen reagiert. Und Riesch, würde ich sagen, hat sich ausruhen können, da er jetzt 2 Jahre keine Wettkämpfe hatte und nur eine schwere Vorbereitung, wo der Kampf noch nicht stattgefunden hat, würde ich mal sagen, dass auch sein Körper wieder ausgeruht ist und somit können wir beide in einer guten Verfassung heute sehen. Hoffentlich in ihrer besten Verfassung. Hoffentlich. Das so, jetzt ist Dimitrov auf dem Weg zum Käfig. Nach einer kurzen Verzögerung. Ein Koloss, würde ich behaupten, ich habe ihn live schon gesehen, sehr stabil. Für seine Gewicht, also wenn man ihn so sieht, würde man ihm nicht zutrauen, dass der knapp 84 Kilo nur hat. Der schaut mal aus wie 93 oder 95 Kilo. Natürlich wird er heute wieder zugenommen haben und nach der Abwaage ein paar Kilo dazu haben. Aber eine unglaublich feste Statur für diese Gewichtsklasse. Der ist wirklich ein Kraftpaket. Hier haben wir im Hintergrund Andy. Big Drama Show Gorkanov, der war auch aktiv bei uns auf der Vendetta, ist aber zur Sparta gewechselt. Hier in der Ecke von Dimitrov, jetzt bekommt Dimitrov noch die letzten Instruktionen von seiner Ecke, die obligatorische Cutman-Behandlung und dann warten wir auch schon auf seinen Gegner, Michael Riesch. Dimitrov im Ring. Von beiden im Ring. Die blaue Ecke, Veselin Dimitrov. Und jetzt Michael Riesch, der sich seinen Weg zum Käfig bahnt.
Falco als Einzugsmelodie hier in Österreich. Wahnsinn, die Wiener Legende. Coole Sache. Im Self. So wollen wir das sehen, so wollen wir das hören. Deshalb genießen wir jetzt mal den Einzug von Michael Riesch. Hier haben wir ihn das erste Mal im Bild. Wiener Blut, passend zur heutigen Fight Night. Bei ihm in der Ecke auch kein unbekanntes Gesicht, Darko Banovic. Wirkt sehr, sehr fokussiert hier, ja. Im Tunnel, wie man das so schön nennt. Und wirklich in toller Form, also wenn man sich ihn anschaut, der ist wirklich top trainiert. Körperlich war Riesch auch eben immer schon ein Kraftpaket. Da hat sich auch nichts dran verändert. Er geht gleich Richtung Gegner. Eine sportliche Geste. Wie ich Michael kenne, wird er sofort versuchen, in den Clinch zu kommen und den Gegner am Boden bringen. Aber Dimitrov als Ringer, werden wir sehen, ob der das so durchgehen lässt. Das ist dann die Frage, die wir uns alle stellen. Vor allem, wie geht es für den Sieger nach diesem Kampf weiter? Dimitrov war schon einmal Titelanwärter hier bei uns. Ja. Vielleicht kann hier er oder auch Michael Riesch ja ein Ausrufezeichen setzen und vielleicht in naher Zukunft sich an den Titel ranarbeiten. Ne? Ich glaube, das ist auch der Plan von Michael Riesch, weil der hat nicht vor aufzuhören. Was ich vorher mit ihm gesprochen habe, ist er top motiviert jetzt wieder. Wenn man sich die zwei anschaut, glaubt man, das sind zwei Comicfiguren im Ring. Wie gezeichnet. Ja, wie gezeichnet. Und Referee Bogdan Grad, seinerseits UFC-Fighter vor Wochen, sich den Contender Series Vertrag geschnappt mit einem Wahnsinns-Fight gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Jetzt gibt es die letzten Instruktionen. Hoffentlich bleibt er uns auch noch in Zukunft erhalten als Ringrichter und Offizieller, weil seine Reise wird noch lange weitergehen. Ja, und als Kämpfer weiß er natürlich die Regeln sehr gut. Sieht auch, wann der Kämpfer nicht mehr kann. Logik von Riesch. Der hier kreiselt und versucht, sich nicht am Käfig stellen zu lassen. Und das ist genau da, wo er hin will, in den Clinch. Aber beide wollen dorthin. Das heißt, jetzt fängt das Schachspielen im Clinch an. Riesch ganz ruhig, wartet er. Nehmen dann noch hier das Tempo am Anfang etwas raus, da wir auch im Profi-MMA uns befinden. Das ist jetzt wieder dann dein Gebiet, Gary. Vielleicht abgeändertes Regelwerk auch zu den Amateuren, was die Ellbogen angeht, glaube ich, oder? Ellbogen sind erlaubt, genauso wie Slams erlaubt sind. Was am Boden nicht erlaubt ist, Kniestöße und Kicks zum Kopf des Gegners auf einen am Boden liegenden Gegner. Wie vermisse ich sie, die schönen alten Pride-Zeiten? Dafür gab es in Pride damals keine Ellbogenschläge zum Kopf. Jetzt ist die Frage, was mehr Sinn macht. Ich finde, es gehört einfach beides dazu, aber natürlich kann man viel mehr Verletzungen anrichten mit Kicks und Knie als mit einem Boden, Ellbogen. Als mit einem Ellbogen. So, der Ringrichter muss jetzt schauen, dass man die zwei, ich meine, man kann sich erwarten, dass die so einen Kampfstil haben, aber kann auch sein, dass die zwei dann getrennt werden. Geht. Jetzt versucht dann immer wieder aus dem Clinch das Knie zum Körper von Dimitrov zu bringen. Ja, aber ich glaube, es schaut fast so aus. Es ist wirklich komisch, dass sie das gleiche Gewicht haben, weil es schaut so aus, dass Dimitrov einfach der massivere Typ ist und der drückt ihm natürlich in den Käfig. Geht jetzt auf einen Single-Egg. Riesch kontert das sofort. Hält die Guillotine fest. Ist die Frage, ob er unterm Hals ist. Ja, aber Dimitrov bleibt in der Sidemount und das ist jetzt schlecht für Michael Riesch. Der lässt den Hebel auch sofort los. Underhook geht auf die linke Seite raus und da ist die Ringertechnik. Seinerseits das ist Dimitrov jetzt in der dominanten Position in der Full Guard. Schön gemacht. Allerdings, ich mache mir jetzt bei Michael Riesch keine Sorgen, wenn er am Rücken liegt, da das eigentlich genau seine Welt ist im Jiu-Jitsu. Und Dimitrov muss jetzt versuchen, entweder, dass er Schaden anrichtet mit Ground and Pound, was er hier probiert, muss aber aufpassen. Aber Riesch hat sich hier auch schon wieder
Er ist in der Half-Butterfly-Guard, das heißt ein Bein, jetzt beide ist in der Butterfly-Guard, das bedeutet, er könnte den Kämpfer dann eventuell den Gegner drehen, beziehungsweise macht sich dann Platz zum Aufstehen. Und das ist genau das, was er probiert, dass er mit der Hüfte hinten rauskommt, so wie er es jetzt macht, geht auf seinen Ellbogen und versucht hinten rauszurutschen. Das Schwierige ist halt, dass wenn sie jetzt einen... Jetzt versucht Dimitrov eine Guillotine anzusetzen und der ist unterm Hals. Aber er geht ebenfalls in die Sidemount und deshalb wird dieser Guillotine bei Michael Riesch nicht funktionieren. Weil die Hebelwirkung nicht da ist. Er muss nur schauen, dass er jetzt nicht in die Guard-Position kommt, sondern in die seitliche. Ja, und er lässt auch los. Wie du schon gesagt hast, Gary, sieht man das dann hier. Versucht aber, hält die Hände dann geschlossen und versucht den Gegner so nah wie möglich am Körper zu halten, so wenig Platz wie möglich zu geben. Damit ich eben keinen Platz mache zum Schlagen und nicht aufs das Ground and Pound mich erwischt. Michael Riesch, und da sieht man auch diese Ruhe. Also der weiß ganz genau, er ist jetzt in der Oberlage und er kann sich jetzt da in die nächste gute Position arbeiten. Probiert hier einen Side-Choke, Arm-Triangle. Aber er hat es noch nicht wirklich. Arm-Triangle ist sehr gefährlich. Er muss auf die andere Seite des Körpers kommen, hat jetzt aber eh loslassen, weil er gesehen hat, das funktioniert nicht. Und jetzt kann man versucht froh sein. Sich auch immer weiter vorzuarbeiten. Ne? Ja, jetzt nie zum Körper erlaubt. Dimitrov kann jetzt froh sein, dass es eben keine Knie zum Kopf erlaubt sind in dieser Position. Ellbogen zum Körper von Riesch, der versucht jetzt zu punkten. Das raubt natürlich die Luft. Dimitrov muss versuchen, hier rauszukommen. Ja, und das macht auch. Explosive Aktion. Riesch versucht, auf seinen Rücken zu gehen, hackt das Bein ein und jetzt versucht, auf den Rücken zu klettern. Den zweiten jetzt auch schon. Streckt den Gegner. Das ist ganz schwierig für den Gegner rauszukommen. Jetzt deshalb dreht er sich. Full Mount Position. Wahnsinnig stark gemacht mit seinem Ground Game. Sehr gut, Fängt jetzt hier mit Ground and Pound an in Richtung Dimitrov, aber der verteidigt sich hier noch aktiv und gut dagegen. Der klammert den Gegner natürlich und zieht ihm runter. Riesch jetzt da in der... setzt sich auf, damit er mehr Platz hat zum Schlagen. In dem Moment, wo er die Beine hinten so einhakt, kann er natürlich nicht so viel Platz machen zum Schlagen. Das heißt, ist aber dafür auch schwerer runterzubekommen von dieser Position. Jetzt wieder Ground and Pound von Riesch. Drückt das Kinn runter und ja, der Ringer stark. Dimitrov, da sieht man halt, wie stark der ist. Der steht einfach auf mit Riesch und versucht jetzt einen Takedown. Aber einen Wurf vom Ringen hat nicht funktioniert. Jetzt schöner Ellbogen kurz im Clinch. So. Beide kämpfen. Oh, schöner Logik von Riesch. Dimitrov immer am Vorgehen und Riesch verteidigt sich hier, aber der will eigentlich schöne Overhand. Jetzt wird er noch durchgeschwungen die letzten Sekunden. Und wieder Logik. Riesch die ganze Zeit am Schlagen und am Arbeiten. Ja, spektakuläre Runde, wie schon erwartet. Dimitrov nimmt hier einen tiefen Atemzug, ist er konditionell ziemlich angeschlagen im Moment. Aber diese Muskelmasse bei Riesch ist natürlich auch, die braucht viel Sauerstoff. Aber ich muss sagen, dass er konditionell wirklich gut war, weil er, man merkt ihm die lange Pause gar nicht so an. Er hat bis zum Schluss der Runde wirklich Druck gemacht. Ja, die Highlights noch einmal. War am Anfang zwar in der Unterlage, konnte aber dann aufgrund des Sweeps, den er geschafft hat und in der Oberlage war und dann auch mit Ground and Pound, meiner Meinung nach konnte er die Runde für sich entscheiden. Weil er halt doch mehr Schaden angerichtet hat. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ich die Körpersprache von beiden Kämpfern anschaue, glaube ich, dass sich Dimitrov jetzt wirklich schwer tun wird. Ja, Dimitrov schaut nicht gut aus. Atmet hier schon sehr atmet schwer. Hier schwer, aber ich kenne ihn aus dieser bei Kämpfen und er geht dann trotzdem vor, so wie jetzt. Ich glaube, das kann auch taktisch sein, dass er den Müden spielt. Ja, sie wollen beide in den Clinch. Im Endeffekt nehmen sie die Schläge dazu her, dass sie die Distanz überbrücken und wieder in den Clinch kommen. Jetzt haben wir sie genau vor uns. Ja, man hört sie aus der Ecke, locker. Jetzt hier wieder, wie wir es in der ersten Runde schon gesehen haben, Riesch immer wieder dann mit dem Knie aus dem Clinch heraus in Richtung Dimitrov zur Leber. Und das kostet natürlich Kondition, wenn man jetzt da jedes Mal Kniestöße bekommt Richtung Körper. Riesch versucht, mir wegzudrücken. Sehr, sehr stark.
Jetzt versucht Dimitrov wieder auf die Beine zu gehen und einen Takedown zu bekommen, aber Riesch blockiert hier seine rechte Hand schön, versucht jetzt mit Underhook, er fährt unten rein und versucht die Hände aufzubrechen, weil Dimitrov hat den Ringergriff. Geschlossene Hände hinten, ah, wirklich schön. Wahnsinnig stark von Riesch, schön von Riesch. Kurz gesehen hat in der Kamera mit dem hakt das Bein ein und bringt den Gegner somit auf seinen Rücken, das war wirklich gut gemacht. Versucht sich jetzt dann hier wieder aufzurichten und die noch dominantere Position zu holen. Ja, die Ellbogen, über die wir vorher gesprochen haben, genau. Und jetzt mit Ground and Pound, das ist Schaden anrichten von Riesch. Das ist nicht einfach Bodenkontrolle, sondern er versucht hier wirklich ein Statement zu setzen. Körperkopf, Körperkopf. Sehr schön, Schläge aufs Ohr. Ja, und jetzt klettert er in die Mount. Ist noch nicht ganz in der Mount. Aber ist auch mit, er kontrolliert ihn wirklich gut am Boden. Das heißt, er will gar nicht in den Mount, sonst hätte er das jetzt machen können. Natürlich ist man in dieser Lage stabiler, als wenn man jetzt auf dem Gegner drauf sitzt. Deshalb wollen viele Kämpfer auch in der Halfguard bleiben. Das heißt, ein Bein ist zwischen den Beinen des anderen und so ist man eigentlich stabiler. Jetzt die Hälfte gleich erreicht in der zweiten Runde. Der 10. Kampf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Sie zu Hause bei der Vendetta Fight Night 41. Veselin Dimitrov gegen Michael Riesch. Michael Riesch. Der hier jetzt da schön in die Sidemount wechselt. Das heißt, er ist jetzt seitlich am Gegner. Schönes Knie zum Körper von Riesch. Noch eins. Dimitrov versucht das mit seinem rechten Knie zu blocken, geht aber schwer. Hier sieht man es dann wieder, das Knie zum Körper von Riesch. So ist es. Das kostet dann wieder Luftkondition. Dimitrov kriegt hier Anweisungen von seiner Ecke und Riesch geht in die eine Art North-South-Position. Er ist wieder in der Sandmount. Jetzt haben wir es hier schon gehört von ja. Bogdan Graz, Action, Stand-Up. Sonst dass das Tempo wieder nicht zu sehr das Tempo raus nimmt. Aber Dimitrov dreht sich hier raus und steht sofort auf, hat er gut gemacht. Hinten die Ecke von Dimitrov signalisiert im Ellbogen im Clinch, Ellbogen im Clinch. Richtig, er soll schlagen. Aber man merkt jetzt schon, bei Dimitrov ist die Luft draußen. Ja, ist klar, wenn ich in der Unterlage war und das über eine Minute und dort Schläge kassiert habe, diese Aktion dann aufzustehen, diese Explosive kostet verdammt viel Luft. Das heißt, er muss sich jetzt natürlich auch ausruhen. Überhaupt in dieser Gewichtsklasse wird es dann schon schwer bei diesem Körperbau. Aber Bogdan Graz macht das Richtige, er trennt die beiden und weiter geht's. Aber man sieht, Riesch sofort im Vorwärtsgang, der ist einfach der fittere Typ im Moment von den beiden. Aber er muss aufpassen, weil Dimitrov hat die Hände hinten wieder geschlossen und das ist jedes Mal schöne Rechte von Riesch. Und wenn der Ringer die Hände geschlossen hat hinten, dann kann man sich darauf vorbereiten, dass irgendein Wurf kommt. Knie von Riesch aus dem Clinch. Das Tempo rausgenommen von beiden. Underhook von Riesch, das bedeutet, er geht unter die Hand, unter die Achsel des Gegners. Er hat sich jetzt hier aber einen schönen Jab gefangen und dreht sich weg. So Dimitrov jetzt, wie du es vorher erwähnt hast, auch wenn er schon müde wirkt, fängt jetzt hier an durchzuschwingen die letzten Sekunden. Ne? Aber Riesch hier im Bedrängnis, bekommt hier ein paar Treffer ab und Dimitrov merkt das natürlich sofort und geht natürlich sofort drauf. Das heißt, jetzt im Stand-Up-Kampf im Boxen hatte Riesch kurze Zeit wirklich Probleme und Dimitrov versucht jetzt am Ende der Runde noch einen Takedown. Riesch hat einen Kimura-Hebel eigentlich am Arm, aber das ist eine ziemliche Papp-Situation. So, beide Kämpfer gehen zur Pause. Riesch steht, atmet noch recht normal und Dimitrov wie in der vorherigen Runde schon, aber beweist ihr wahnsinniges Herz. Genau. Und hat ja doch, wie er gesehen hat, er trifft und Riesch im Rückwärtsgang ist, hat er sofort 5-6 Hände ausgepackt und im Boxen Druck gemacht. Das heißt, wenn er muss, dann kann er diese Reserven abrufen. Und das macht eben diese Erfahrung von so viel MMA-Kämpfen. Deine fachliche Meinung zur zweiten Runde von den Punkten her, Gary? Naja, bis auf die letzte Aktion ist die Frage, wie die Punkterichter das jetzt werten. Aber die meiste Zeit war Riesch in der Oberlage. Ich glaube, er hat auch
mehr Schaden angerichtet und länger die Kontrolle gehabt. Aber ich schätze mal, wenn es nach mir geht, würde ich Michael Riesch jetzt mit zwei Runden eigentlich vorne sehen. Kommt viel auf die dritte Runde an, aber man kann es wirklich nicht sagen. Also an und für sich hat Riesch das schon wirklich gut gemacht und richtet auch natürlich Schaden an, wenn er in der Oberlage ist. Und jetzt die letzte von Jab von beiden, schöne Rechte von Riesch. 5 Minuten. Dimitrov wieder im Vorwärtsgang. Man sollte ja auch schauen, dass er eher schlägt, anstatt wieder sich der zu Boden bringen lässt. So ist es, der müsste Riesch den Gameplan wechseln und mehr schlagen. Aber schöne Schwinger hier von Riesch. Offenes Visier jetzt da von beiden. Deckung unten und sie schwingen. Das ist halt das, was das Publikum sehen will. Was aber für einen der beiden schwer nach hinten losgehen kann. Jetzt so ist es. Wirkt so. Und die Ecke signalisiert hinten, sie deuten ihm nein. Er soll nicht im Clinch sein, er soll weiter Druck machen mit seinen Schlägen. Und das macht er jetzt auch. Man merkt, Riesch, das ist ein gutes Rezept gegen Michael Riesch, weil der so wirkt da jetzt schon etwas. Riesch will nicht boxen, er möchte auf jeden Fall in den Boden, auf den Boden. Mit man dem Gegner. Immer wieder, er dreht sich dann immer wieder leicht weg in der Retourbewegung. Ja, kassiert einen Uppercut. Dann auch aufpassen. Ne? Und rettet sich jetzt eigentlich und kann sich wieder erholen und sammeln. Aber Riesch muss auch versuchen, dass er jetzt nicht nur, wenn er lässt sich am Rücken fallen, weil er glaubt, dass er die Guillotine hat. Kann sein, wenn er unterm Kinn ist, aber da er nicht in der Guard ist und der Gegner in die Sidemount geht, wird dieser Hebel nicht funktionieren. Aber doch, er lässt nicht los. Beide. Das kann auch sehr viel Kraft gekostet haben. Wenn das dann nicht funktioniert, das geht auf die Substanz und da brennt man sich die Arme aus, wenn man so einen Hebel durchzieht. Ja, man merkt es jetzt eh schon bei beiden hier. Da ist die Luft draußen in den Armen. Wir sind aber auch schon weit über die 10-Minuten-Marke jetzt drüber in dem Kampf. So ist es. Beide schwingen hier. Sind sichtlich gezeichnet und müde. Dimitrov mit einem Takedown. Ich würde sagen, im Moment ist Dimitrov in dieser Runde vorne und macht Druck. Das kann halt natürlich auch sein, wenn man jetzt da 2 Jahre nicht im Käfig gestanden hat. Das ganze Adrenalin und dieser wirklich kraftzehrende Kampfstil vom Gegner, der die ganze Zeit jemanden clincht und am Boden schmeißen will, das ist natürlich anstrengend bis zum geht nicht mehr. Was Riesch probiert ist, dass er nach hinten sich am Käfig anlehnt und dann aufsteht. Er sollte sich nicht freiwillig auf den Rücken legen. Er probiert jetzt auf alle 4 zu kommen und aufzustehen und muss aber aufpassen. Dimitrov mit dem ganzen Gewicht auf seinem Rücken kostet immens viel Kraft. Die Hälfte jetzt vorbei in der letzten Runde. Das ist eine Ewigkeit, kann ich nur sagen. Dritte Runde. Steht hier jetzt schon auf. Und ein schöner Takedown von Dimitrov. Der jetzt hier anscheinend noch seine letzten Kräfte mobilisieren genau kann. Genau so ist es. Und jetzt legt sich Riesch halt am Boden. Was soll er machen? Bevor er ihn am Rücken hat, ist besser, man legt sich am Rücken, weil ich dann zumindest zum Gegner gedreht bin und von der Unterlage besser arbeiten kann, als wenn der Gegner auf meinem Rücken klebt. Ich glaube, Dimitrov hat jetzt einen Cut. Die Kämpfer sind natürlich jetzt auch sehr verschwitzt, das heißt, jetzt wird jetzt auch fast unmöglich schon Guillotines oder Hebeln durchzubringen, weil man natürlich rutscht, noch dazu mit dem Blut. Das muss man auch beachten. Riesch muss jetzt versuchen, seinen linken Arm unter die Achsel des rechte Achsel des Gegners Dimitrov zu bekommen, das heißt Underhook, um sich dann seitlich links, wo seine Hüfte eigentlich schon draußen ist, rauszuarbeiten. Das haben wir kurz gesehen von unserem Referee Bob, dann Gradschläge zum Hinterkopf, auch im MMA nicht erlaubt. Nicht erlaubt, auf keinen Fall, richtig. Dimitrov nur einmal kurz darauf aufmerksam gemacht. Jetzt hat er Underhook und jetzt macht er genau das. Versucht aufzustehen, aber es ist halt natürlich massiv schwer überhaupt jetzt nach 14 Minuten. Nach 14 Minuten drinnen ist das natürlich leichter gesagt als getan. Dimitrov muss jetzt stark finishen, aber die Runde dürfte sich bis jetzt geholt haben. Jetzt ist dann die Frage, jetzt sind wir glaube ich wieder an so einem Punkt angelangt. Zweite den Runde Kampf entscheidet. Möchte ich nicht werten. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die erste Runde klar an Riesch gegangen ist. Die dritte Runde geht an Dimitrov, wie es aussieht. Aber ich würde auch fast sagen, dass die zweite Runde an Michael Riesch geht. Aber da müssen wir jetzt drauf warten. Die Kämpfer haben noch 40 Sekunden Zeit, um irgendeine Aktion zu starten. Aber ich glaube, für ein Finish ist die Kraft schon ziemlich am Ende. Das heißt, jetzt kommt es drauf an.
Bogdan lässt ihn noch einmal aufstehen und bringt nochmal Action in das Ganze. Und jetzt muss jeder aufpassen, dass er nicht K.O. geht. Die Kämpfer wissen, es ist nur mehr 20 Sekunden. Dimitrov sichert sich hier wieder schön den Takedown. Ja, also die Runde auf Dimitrov. Er dürfte sich da etwas in seinem Ground Game verschätzt haben, wie viel Lunge ihm dann noch bleibt in den letzten Runden oder in der letzten Runde. So ist es. Und jetzt haben wir dann auch schon... Und das war's. Ende erreicht. Knapp. Dreimal fünf Minuten. Knappe Entscheidung wird das werden. Das wird knapp. Also es ist natürlich so, wenn die Punkterichter es zählt, wie viele Runden hat man gewonnen. Das heißt, wenn jemand die ersten zwei Runden gewinnt und dann die dritte verliert, dann sieht es nach hinten natürlich so aus, als dass man den Kampf verloren hat. Ist aber nicht der Fall, weil ich ja zwei Runden vorher gewonnen habe und mir somit kombiniert mehr Punkte gesichert habe. Das verstehen jetzt auch manchmal oft die Zuschauer nicht und der Kämpfer auch nicht. Der sich jetzt natürlich so fühlt, wie wenn er die dritte Runde dominiert hat. Wenn es jetzt noch eine Runde gegeben hätte, denkt er sich, hätte ich vielleicht noch mehr Schaden anrichten können und gewinnen den Kampf. Aber es geht um die vorigen zwei Runden genauso. Gibt ja auch im MMA, ich habe es noch nie live gesehen, Zusatzrunden, oder Gary? Bin ich da falsch informiert? Ich glaube... Ja, normalerweise nein, es gibt einen... Split Draw, wenn es ein Unentschieden gibt, also dass Zusatzrunden gekämpft werden. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen bei der UFC. Gehört habe ich schon, dass es gibt, es aber es gibt im Regelwerk, glaube ich, dieses vorhanden, aber es ist immer irgendwie so, dass ein Unentschieden, es gab Unentschieden, aber vielleicht nicht mit einstimmiger Punkteentscheid. Aber und jetzt kommen wir zur offiziellen Urteilsverkündung. Ja, 2-1 in Runden. Ja. Wie wir es angenommen haben, erste zwei Runden dominiert. Michael Riesch. Eine einstimmige Punkteentscheidung. Ja, der ärgert sich natürlich Dimitrov, weil er es nicht versteht, aber man muss halt die vorigen zwei Runden werten.